Herzlich willkommen bei Brandenmundorfs Asthma Physik Astro TV. Ich werde nun den Ablauf von meinem Projekt vorstellen, wo ich ein eigenes Sonnensystem erstelle. Das Ganze wird aus vier Teilen bestehen. Also den ersten Teil werde ich mit Universe Sandbox machen. Das Video ist schon fertig, werde ich auch nachher noch online stellen. Da werden wir die ganzen Planeten und die ganzen Zwergplaneten in unser System schon mal einfügen. Und den schon mal einen gewissen Abstand zum Stern zuordnen. Im zweiten Teil werden wir die ganzen Erkenntnisse, die wir daraus gewinnen können über die Planeten, auf Karten niederschreiben und auch eine Menge Berechnungen noch durchführen, die nämlich auf, insbesondere für Folge 3 wichtig sein werden, wenn es um die Monde geht, die wir noch jedem Planeten geben werden. Weil jeder Planet wird entweder keine Monde haben oder mehrere Monde haben oder nur einen Mond haben. Das bleibt noch alles offen, das werdet ihr dann schon sehen. Und dann im vierten Teil werden wir daraus einen Plakat erstellen. Das könnte auch so eine Art Poster sein, wo wir dann die ganzen Planeten stehen haben, wie viele Monde sie haben, wie ihre Temperatur ist und so weiter. Und eventuell werden wir noch aus den einzelnen Planeten so kleine Flaggen machen. Dann gehen wir Flagge, wo der Planet so drauf ist, mit Eigenschaften und alles so drum und dran. Die Videos werden aber nicht, also die vier Videos, das sind insgesamt vier Teile, die werden nicht nacheinander hochgeladen bzw. erstellt, sondern zwischenzeitlich wird auch mal ein anderes Video noch kommen. Und dann kommt der zweite Teil, da kommen wieder ein, zwei andere Videos, dann kommt der dritte Teil und so weiter. Also so ist ungefähr der Ablauf geplant. Ich hoffe, dass ihr gespannt drauf seid. Ich wünsche euch viel Spaß damit und danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.